Vielen Dank, liebe Claudia, für diesen wundervollen Exkurs in die universelle Liebe. So, und nun möchte ich mit Ihnen heute zusammen die Ursachen erforschen, warum wir in so unsicheren und unruhigen Zeiten leben. Lösung werde ich Ihnen keine bieten. Das überlasse ich Herrn Ralf Kammer, der nach mir zu Ihnen sprechen wird. Aber ich möchte die Problematik der heutigen Menschheit und den daraus entstehenden unruhigen Zeiten auf den Grund gehen. Der Ursprung ist sehr simpel, obwohl die Folgen sehr komplex sind. Wir haben noch nicht gelernt, in Einheit zu denken, universal zu lieben. Ja, noch nicht. Wir sind aber auf dem Weg. Denn nichts ist getrennt, alles ist miteinander verbunden und voneinander abhängig, in universeller Liebe verbunden. Das hört sich leicht an. Ich denke, alles ist eins und suche nach Liebe und schon geht es allen besser. Das glauben manche Menschen tatsächlich und strahlen den ganzen Tag miteinander um die Wette, vermeiden jeden Konflikt, unterdrücken ihre Emotionen, schauen weg, wenn etwas ihnen zu unangenehm ist. Aber irgendwann, vielleicht sogar zu Hause bei den Kindern, explodieren sie dann. Und das bringt Leid. Aber auch Menschen, die ihren Emotionen und Bedürfnissen freien Lauf lassen, schaffen nur neue Probleme. Denn man wird von den Emotionen dann kontrolliert, statt sie zu kontrollieren. Woher kommt das? Die Menschheit sucht nach Liebe und verwechselt dabei freundschaftliche und familiäre Liebe und partnerschaftliche Liebe mit universeller Liebe. Aber auch mit der Selbstliebe ist es nicht weit her. Denn die meisten Menschen suchen nicht nach ihrem höheren Selbst, hinterfragen sich nicht und glauben, der Körper sei alles, was einen Menschen ausmacht. Der Mensch ist jedoch ein spirituelles Wesen, das menschliche Erfahrungen macht, mit der Hilfe von sogenannten sieben Denkaspekten. Die sehen Sie jetzt hier gerade auf der Folie. Und von diesen sieben Denkaspekten möchte ich Ihnen jetzt im Einzelnen ein bisschen was erzählen. Also von der Siebenfältigkeit des menschlichen Denkvermögens. Das erste dieser Siebenfältigkeit ist der physische Aspekt. Fangen wir mit dem ersten Aspekt also an. Der physische Denkaspekt. Wichtig, damit der Körper erhalten wird. Hier finden wir zum Beispiel Hunger, Durst, Erschöpfung und auch Schmerzen. Auf den Körper müssen wir als spirituelle Wesen gut Acht geben, da er unser Vehikel für dieses Leben ist. Und auch für alle möglichen anderen Leben, die wir haben, denn wir sind ja reinkarnierende Wesen. Wird jedoch ein zu großer Körperkult betrieben, zum Beispiel Frauen sollten so dünn wie möglich sein, Männer so muskulös wie möglich, um von der Gesellschaft, also anderen Menschen, akzeptiert zu werden, so resultiert daraus ein fast vollständig auf den Körper ausgerichtetes Verhalten. So entstehen Neid, Missgunst und Verurteilungen, wenn jemand nicht der Norm entspricht. Dies finden wir überall in den Medien und im Alltagsleben wieder. Ein Trugschluss. Wir halten an einer Illusion fest. Es gibt keinen idealen, unvergänglichen Körper. Das muss es auch nicht. Und jeder Körper altert und stirbt irgendwann. Das passiert aus gutem Grund, da wir uns weiterentwickeln und verändern. Das heißt, unser höheres, eigentliches Selbst, das immer wieder reinkarniert und dass wir in Wirklichkeit sind. Und dieser Körper,
kann uns dann nicht weiterhelfen. Soll heißen, uns nicht mehr als Vehikel dienen. Eine zu starke Verhaftung im physischen Denkaspekt verursacht also Leid. Kommen wir zum zweiten Denkaspekt. Dieser ist der Gefühlsaspekt. Auch dieser ist sehr wichtig. Er vereint uns sogar. Denn zum Beispiel Trauer und Freude können wir sehr gut mit- oder nachempfinden, aber auch Wut und Angst. Sie schützen uns im Alltag. Denn über unsere Gefühle können wir uns mit anderen verständigen, können uns in bestimmten Situationen adäquat verhalten. Wenn wir aber diese Gefühle oder auch Emotionen zu sehr in den Vordergrund stellen, immer extrem gefühlsmäßig reagieren und erwarten, dass unsere Umwelt das toleriert, dann sind wir zu stark in diesem Denkaspekt verhaftet. Es gibt einfach Situationen im Alltag, die einer ruhigen Gemütsverfassung bedürfen. Zum Beispiel bei einem Ersthelfer. Der mag Liebeskummer haben, aber den darf er nicht ausleben. Er darf nicht vor Liebeskummer zusammenbrechen, wenn er einen Hilfsbedürftigen vor sich hat. Diesen darf er nicht ignorieren. Er muss seine Gefühle hinten anstellen und sich um den hilfsbedürftigen, verletzten Menschen kümmern. Und doch ist es bei der Menschheit zurzeit oft so, dass viele Menschen ihre eigenen Gefühle wichtiger nehmen als alles um sie herum. Und das verursacht natürlich Leid. Kommen wir zum dritten Denkaspekt. Das ist der Vitalitätsaspekt. Was oftmals Handeln ohne nachzudenken bedeutet. Dieser Aspekt ist wichtig, zum Beispiel bei der Flucht, da keine Zeit zum Nachdenken bleibt. Entschuldigung, bleibt. Genauso beim Verteidigen vor wilden Tieren oder in Katastrophenfällen. Es muss schnell, ohne zu zögern, gehandelt werden. Heutzutage bedeutet ein Verhaftetsein in diesem Denkaspekt, dass man zum Beispiel nur noch sein Handy in der Hand hat und alles um sich herum vergisst, sogar mit seinen Mitmenschen vernünftig zu kommunizieren. Das kann dann in solchen Situationen ausarten, dass man mit Freunden im Restaurant verabredet ist und am Tisch sich keine Gespräche entwickeln, sondern über SMS miteinander kommuniziert wird. Das mag ja noch ein bisschen lustig sein, aber im Extremfall bedeutet das Verhaftetsein in diesem Denkaspekt, dass man anderen Menschen ein Leid zufügt. Zum Beispiel Menschen verletzt oder sogar tötet. Man nennt es auch Handlung im Affekt. Ein Mensch sieht nur noch sich und seine unmittelbaren Bedürfnisse und handelt ohne jegliche Reflexion. Die Folgen dieser Handlung werden vorher entweder nicht bedacht oder ignoriert. Auch ganz kleine Alltagssituationen sind ein gutes Beispiel für das Verhaftetsein in diesem Vitalitätsaspekt. Und das Handeln ohne nachzudenken. Zum Beispiel ein kaputter Knopf am Herd, den man sofort reparieren möchte, ohne zu überlegen und ihn dadurch noch mehr kaputt macht. Aber auch die Uhr, die man reparieren möchte und nicht darauf achtet, wo die Teile hinkommen, beziehungsweise eine Anleitung dazu vorher liest und dann die Teile nicht mehr zusammenkriegt. Aber auch Möbel zusammenbauen, wir kennen das doch alle. Ein bestimmtes Möbelhaus ist dafür ja sehr bekannt. Und oft lesen wir einfach nicht die Anleitung, versuchen das zusammenzubauen und dabei kommen dann sehr merkwürdige Sachen raus. Ja, auch die Reaktion mit Gewalt auf etwas im normalen Alltag bis hin zum Krieg ist eine Handlung, ohne die tatsächlichen Folgen zu bedenken. Also im vitalen Denkaspekt verhaftet zu sein, bringt auch teilweise sehr viel Leid. So, nun kommt der vierte Denkaspekt. Das ist das Begehren. Es treibt uns an, etwas zu tun, ein Ziel zu verfolgen, uns auf etwas einzulassen. Ohne Begehren würde uns der Antrieb fehlen. Sind wir jedoch
In diesem Denkaspekt verhaftet, so könnte man zum Beispiel die Sucht nach etwas dazu zählen. Nicht nur Drogen, sondern auch Essen, Sex, Computerspiele, Kleidung, Schuhe und vieles mehr kann man dazu zählen. Wir erliegen der Illusion, unsere Begierde unbedingt befriedigen zu müssen. Sonst können wir nicht leben. Unsere Werbung in den Medien zielt natürlich komplett auf diesen Denkaspekt ab. Menschen beuten andere Menschen deswegen aus. Sucht, Begierde, Gier nach Macht und/oder Geld sind Beispiele dafür. Und daraus entsteht Leid. Kommen wir jetzt zum fünften Denkaspekt. Dieser hat eine Besonderheit. Er ist nämlich zweigeteilt. Der Denkaspekt selbst ist der Intellekt, also die Rationalität, Logik, analytisches Denken. Seine Zweigeteiltheit findet man in einem sozusagen niederen Denkaspekt. Dieser ist rein intellektuell und damit ichbezogen auf die Persönlichkeit. Und ein höherer Denkaspekt, überpersönlich, auf das Wohlergehen und die Einheit alles Seins gerichtet. Dieses Denken ist sehr wichtig, denn es macht uns Menschen aus. Es unterscheidet uns zum Beispiel von Pflanzen und Tieren. Wir können über uns selbst nachdenken. Wer bin ich? Warum bin ich? Wie bin ich? Etc. Wird dieser Denkaspekt aber als rein intellektuell gesehen und genutzt und alles nur als sachlich und logisch betrachtet, ohne Mitgefühl für andere, so entsteht daraus auch Leid. Dazu noch ein kleines Beispiel. Eine künstliche Intelligenz könnte zum Beispiel intellektuell in einer kritischen Situation erfassen, dass zwei Menschen in Lebensgefahr sind, könnte aber nicht unterscheiden zwischen einem Erwachsenen und einem Kind. Diese künstliche Intelligenz wird intellektuell gesehen danach vorgehen, wer die höheren Überlebenschancen hätte. Ein Mensch würde aus Mitgefühl bestimmt das Kind, auch wenn seine Überlebenschancen geringer wären, retten, da der Erwachsene bereits sein Leben gelebt hat und das Kind alles noch vor sich hat. Künstliche Intelligenz hat kein Gewissen. Nutzen wir diesen Denkaspekt aber, um uns und unser So-Sein, unser Handeln, unsere ganze Existenz zu hinterfragen und unsere Aufgabe im Leben zu finden, so stellt er eine Brücke dar zu unseren beiden höheren Denkaspekten. Wir finden hier auch unseren inneren moralischen Kompass, unser Gewissen, die kleine Stimme im Hinterkopf, die uns immer mal wieder sagt, welches Verhalten richtig und welches falsch ist. Diese höheren Denkaspekte sind es, die unser wahres Wesen ausmachen, die uns dem Höchsten näher bringen, die wir uns noch bewusst erschließen müssen. Sie bestehen aus Mitgefühl, Achtsamkeit, aus nachhaltiger Freude und Einheitsdenken und sind uns sicher schon öfters begegnet. Kommen wir nun zu den höheren Denkaspekten. Und zwar dem sechsten Denkaspekt der Intuition. Dieser Denkaspekt bedeutet das Gewahrwerden der Dinge, so wie sie sind. Er beinhaltet auch Kreativität. Maler, Bildhauer, Dichter, Schriftsteller, Musiker, Komponisten sind stark in diesem Denkaspekt verhaftet. Wir spüren in diesem Denkaspekt eine Verbundenheit mit den Dingen und wollen sie zum Ausdruck bringen. Kreativität gibt uns dabei ein Gefühl der Zufriedenheit, das länger anhält als die Befriedigung unserer Begierde, unseres Begierdeaspektes. Hier gibt es Nachhaltigkeit und Tiefe. Der siebte Denkaspekt ist die Inspiration. Das Einheitsdenken.
Befinden wir uns in diesem Denkaspekt, in diesem Zustand, so leben wir das Einssein mit allem. Vielleicht passiert das erst einmal nur für ein paar Sekunden, aber diese sind so voller Erkenntnis und innerer Ruhe und Harmonie, dass wir weiter danach streben, diesen Zustand zu verwirklichen. Unser Handeln ist dann auch in Einklang mit allem um uns herum. Diese höheren Denkaspekte sind unser eigentliches Wesen. Und in ihnen verhaftet zu sein, ist positiv, schafft kein Leid. Danach sollten wir streben. Jegliches extreme Anhaften in den vier sogenannten niederen Denkaspekten ist das Anhaften an eine Illusion. Diese Illusion ist die hauptsächliche und alleinige Existenz des Manifestierten, der materiellen Welt, von der wir glauben, dass sie unvergänglich sei, die aber, wie wir alle wissen, vergänglich ist. Es ist eine Illusion, denn sogar aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keine wirkliche feste Materie. Sie hat Lücken, die wir nicht sehen. So wie wir die Atome und Moleküle der Luft auch nicht sehen können und glauben, da ist nichts um uns herum im Raum. Dabei ist er voller Lebewesen. Wir, die Menschheit, nehmen das, was uns unsere Sinne zeigen, oft für bare Münze. Glauben, dass das die Realität ist. Dabei bedenken wir nicht, dass Realität von jedem anders wahrgenommen wird. Dass jeder Mensch die Sinneseindrücke, die er bekommt, anders interpretiert. Und niemand die letztendliche Wahrheit hinter den Erscheinungen der manifestierten Dinge wirklich erkennen kann, wenn er selbst manifestiert in einem Körper ist. Was nicht heißen soll, dass wir, wenn wir uns auf einer sehr hohen Entwicklungsstufe befinden und noch in einem Körper sind, doch schon eine gewisse Ahnung davon haben, ein inneres Wissen. So bestehen wir darauf, dass es wichtig ist und glücklich macht, persönlichen Dingen, Erscheinungen nachzulaufen. Geld ist zum Beispiel eine dieser Illusionen, die für uns sehr real und wichtig ist. Denn wo wir Macht und Geld nachlaufen, sie als real existent und immanent wichtig für unser Leben erachten, verhaften wir in den niederen Denkaspekten und schaffen so Leid für uns und unsere Mitmenschen. Die Illusion, dass wir unbedingt Macht brauchen, führt dabei über die Politik zu Unterdrückung, Krieg, Folter, Hunger, also sehr großes Leid. Kommen wir jetzt zu den materiellen Dingen. Ja, diese materiellen Dinge, denen wir nachlaufen, wie zum Beispiel Häuser, Autos, viel zu viel Kleidung und viel zu viel gutes Essen, erschaffen Leid. Wobei gutes Essen eben heißt, dass es uns gut schmeckt, nicht, dass es gesund ist. Und wie wir wissen, Fett, Zucker, Salz, die Geschmacksträger sind, sind nicht gerade so gut für unseren Körper. Und wir laufen diesen Dingen oft auf Kosten unserer selbst oder anderer Menschen Gesundheit nach. Wir arbeiten zu viel, was sich auf unsere körperliche Verfassung auswirkt, da wir in Stress geraten. Aber wir brauchen ja das Geld, um diese Dinge zu finanzieren. Wir wollen die Sachen so billig wie möglich haben und lassen sie in anderen Ländern anfertigen, wobei wir damit Menschen dort ausbeuten, die, weil die Arbeitsbedingungen nicht zumutbar sind, krank oder sogar verletzt werden. Wenn wir uns zu viel von diesem in Häkchen guten Essen erlauben, schaden wir wiederum unserem Körper. Dadurch, dass er zum Beispiel einen zu hohen Cholesterinspiegel oder Diabetes bekommt. Außerdem beuten wir die Natur für unser in Häkchen gutes Essen aus, für dessen Gewinnung, Herstellung, Pflanzen, Tiere und Menschen leiden. Hausbau, Autos, Schmuck, Make-up, Kleidung im Übermaß verschmutzt die Natur im Gebrauch und in der Herstellung. Und brauchen wir das alles wirklich? Make-up, Friseurbesuche, eine neue Bluse, weil eine neue Mode da ist, Schönheits-OPs, Anti-Aging-Cremes.
Illusionen. Vergänglich ist das alles. Wenn wir sterben, bleibt das alles zurück. Zusammen mit unserem Körper zerfällt es oder wird von anderen genutzt. Denn wir haben uns das alles nur für unsere Lebenszeit ausgeliehen. Ja, auch unseren Körper. Besitz ist Illusion. Er kann auch schnell wieder weg sein. Schönheit, eine Illusion. Sie kann schnell vergehen. Und Jugend sowieso. Alter und Zerfall sind ein natürlicher Prozess. Und dadurch, dass wir verhaftet sind im Denken, dass wir diese Prozesse umgehen könnten, sie sogar umkehren könnten, vielleicht den Tod ausmerzen könnten, erschaffen wir nur sehr viel Leid. Ja, aber damit leider nicht genug. Die Menschheit ist auch darin verhaftet, andere zu be- oder verurteilen. So ziehen wir vielleicht über unseren Nachbarn her. Ho, hat der aber eine große Nase. Wie sieht das denn aus? Oder mit denen will ich nichts zu tun haben. Die sind ja total anders als wir. Nein, sind sie nicht. Die Nase ist eine Nase und mehr nicht. Und die anderen sind Menschen wie wir, mit den gleichen Grundbedürfnissen und der gleichen Siebenfältigkeit der Denkaspekte. Und der Suche nach universeller Liebe sowieso, diese verbindet uns alle. Dabei haben wir einen freien Willen und jeder Mensch bestimmt dadurch sein Schicksal selbst. Wie man sich bettet, so liegt man. Unsere Gedanken und Handlungen führen uns auf unserem Weg. Wir machen dabei gerne andere Menschen, das Schicksal oder Gott dafür verantwortlich, was uns widerfährt, aber es ist selbst verursacht. Ja, dann fassen wir das Ganze einmal zusammen. Heutzutage erliegen viele Menschen mehr denn je dem Irrtum, dass Liebe nur im Zusammenhang mit anderen Menschen existiert. Dabei gehen sie von einer Getrenntheit aus, bei der nur mir nahestehende Personen eine Rolle spielen. Die Liebe des wirklichen Selbstes, dabei ist das höhere Selbst, das wahre Ich gemeint, ist oft nicht möglich, da das eigene Sein nicht hinterfragt wird. Wir denken, dass wir unser Körper sind, unsere Sinneseindrücke, unsere Persönlichkeit. Somit ist eine Eigenliebe vorhanden, die auf Befriedigung der Begierden abzielt und nicht auf das höhere Einheitsdenken. Auf höheren Machtebenen kann dies sogar Kriege auslösen, was die schlimmsten Auswirkungen hat. Aber auch Geld oder Machtbegierde wirken sich auf unser Schicksal, unser Leben und das unserer Mitmenschen natürlich negativ aus. Solange wir diese Einheit, die universelle Liebe, wozu natürlich auch die Selbstliebe, das heißt die Liebe des höheren Selbstes gehört, nicht realisieren, verharren wir in Schuldzuweisungen, dem Ohnmachtsgefühl, nichts ändern zu können, unserem Leid. Und wir realisieren nicht, dass wir spirituelle Wesen sind, die menschliche Erfahrungen machen und nicht menschliche Wesen, die spirituelle Erfahrungen machen. Sind wir also zu stark im materiellen Denken verhaftet, so können wir die Einheit alles Seins nicht erkennen. Und ich meine alles Seins. Nicht nur der Menschheit, sondern auch der Natur und des Kosmos. Alles bedingt einander, ist aufeinander angewiesen, durchdringt und beeinflusst einander. Und selbst wenn wir uns zum Beispiel dank dieses Symposiums oder auch schon vorher dazu entschlossen haben zu fragen, wer wir sind und warum wir sind, so gibt es dort eine Gefahr. Wenn wir auch hier zu sehr im Materiellen verhaften, das heißt zum Beispiel einen Selbstfindungskurs nach dem anderen machen, und überlegen, wie weit wir schon entwickelt sind, ja, auf unserem spirituellen Weg, dann ist dies leider auch ein Fehldenken. Es geht bei dem Ganzen nicht um einen Wettbewerb. Nicht die Quantität zählt, sondern die Qualität.
Es geht darum, nicht so viel wie möglich zu machen, sondern so tief in uns hineinzugehen wie möglich. Das kann auch im ganz normalen Alltag geschehen. Und es ist eigentlich auch unsere Pflicht, unseren Alltag mit Familie, Beruf etc. zu bewältigen und nicht uns aus ihm herauszuziehen, ihm den Rücken zu kehren oder ihn zu vernachlässigen. Zu viel zu wollen, auch in spiritueller Hinsicht, das heißt spirituelle Kurse, Selbstfindungskurse, esoterisches Wissen, führt nicht zur Individualität, die das höhere Selbst ist, sondern zur Persönlichkeit, die wir gerade für dieses manifestierte Leben nutzen. Der Weg ist das Ziel, der Weg der Mitte. So ist auch das, was die Menschen oft an Extremen ausleben, egal in welcher Richtung, nicht die Lösung für die Problematik unserer unruhigen Zeiten. Wie wir das Verhaftetsein in diesem Illusionsdenken, das uns unsere unruhigen Zeiten beschert, überwinden können, was wir im Einzelnen dafür tun können, um das daraus resultierende Leid zu vermeiden, davon wird uns gleich Ralf Kammer nach einer kurzen Pause und Ihren Fragen etwas sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tatjana auch da. Prima, wieder alle beieinander. Ja, sehr schön. Ich habe hier eine Frage beziehungsweise einen Kommentar. Sehr gut erläutert. Können Sie nochmals den Unterschied zwischen dem zweiten und dem vierten Aspekt erläutern? Für mich war das bisher immer ein zusammenhängender Aspekt des Denkens, nicht? Darauf bezieht sich die Frage. Vielleicht können. Ja, ich habe die Frage schon gesehen gehabt und habe jetzt in der Pause mal kurz geluschert. Ja. Ich würde sagen, Gefühle sind eben ja auch Emotionen. Ich finde, Begierde kann man nicht ganz dazu zählen. Emotionen sind etwas, in denen man sich doch sehr stark verlieren kann und die eigentlich immer sehr persönlich sind. Während, und das ist das Interessante an dieser Frage, wir hatten nämlich darüber gesprochen, bei dem Begierdeaspekt mit reinzunehmen, dass es auch etwas Positives gibt an diesem Aspekt, weil man kann ja auch begehren, sich höher zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln. Und das ist ja eine sehr positive Sache. Ich hatte das da nicht mit reingenommen, weil ich mir so dachte, naja, hier geht es aber im Moment um die unruhigen Zeiten, die wir haben. Und das ist ja eigentlich schon eine Lösung. Aber ich denke, da liegt der große Unterschied, dass Emotionen wirklich eher zu dem Niederen gehören und die Begierde nochmal ein ganz einzelnes für sich ist, was sehr negativ ausfallen kann, aber auch eben sich in den höheren Bereich schon mit reinschieben kann. Da kann ich noch was ergänzen. Und zwar, Emotionen sind ja, Gemütsverfassungen, Wahrnehmungen, die wir über unendliche Zeit hinweg kultiviert haben. Das sind Reaktionen auf Ereignisse in unserer Umgebung, ja, die auf uns treffen. Ja, und die uns, wie gesagt, in eine gewisse Gemütsverfassung versetzen, während die Begierde oder der Begierdeaspekt, der ist hauptsächlich das Antreibende in uns, ja. Es ist der Willensaspekt, ja. Also ohne den, und da hat die Tatjana ganz recht, ja, man kann das negativ oder positiv auslegen, es ist eigentlich neutral, ja. Das ist der Wille, der uns in eine bestimmte Richtung hin treibt, kann man sagen. Ja, und da ist eigentlich der große Unterschied. Ich hätte noch den Begriff Instinkt, vielleicht ist das ganz gut zu verstehen, ne? Dieser Gefühlsaspekt oder die Emotionen, das ist so instinktiv, ja, aus uns heraus, und wird eben wenig ge gesteuert von uns, wie es die Tatjana ja beschrieben hat. Man lässt sich oft von seinen Emotionen hinreißen und hat sie nicht wirklich unter Kontrolle. Alles andere hat der Ralf so gesagt, wie ich es auch sagen würde. Genau.
Also als Lehrer habe ich gesehen, dass viele junge Menschen das Problem haben, dass sie sich nicht längere Zeit konzentrieren können. Wie können wir ihnen helfen, ihre Konzentration zu verlängern, also verstärken? Darauf hätte ich eine sehr drastische Antwort, muss ich sagen. Ich mache, wie ich das ja auch schon erwähnt habe, Handys und Medien verantwortlich für diese mangelnde Konzentration. Und ich denke, wir müssten von Anfang an die Kinder dazu kriegen, uns selber ja erstmal als Eltern, als Vorbild, nicht mehr diese Medien so stark zu nutzen und in den Vordergrund zu stellen. Es geht mehr um persönlichen Kontakt. Es geht mehr darum, den Wert der Dinge aufzuzeigen um uns herum, die Verbundenheit mit der Natur und mit anderen Menschen und nicht so sehr uns von den Medien steuern zu lassen. Ja, Das ist so ein Anfangsaspekt, der sehr, sehr wichtig ist. der Hintergrund hinter den Medien ist, dass da eine absolute Reizüberflutung ist. Ja, also da kommt eine Nachricht hinter der anderen und die werden eigentlich gar nicht richtig verarbeitet, sondern es findet ein Konsumieren davon statt. Und das wiederum schwächt unsere Fähigkeit, aufmerksam zu sein. Das schwächt unsere Fähigkeit, achtsam zu sein, ja, uns wirklich auf einen Inhalt einzulassen. Und deswegen haben wir diese Schwächen heutzutage bei vielen Menschen. Ja, also da hat Tatjana vollkommen recht. Ja, das müsste eigentlich auf das Wesentliche konzentriert werden, ja, auf das sich junge Menschen konzentrieren sollen. Ja, weitere Ganz Fragen? kurz, ganz kurz. Ich Ja, hätte da noch Ralf? eine Anmerkung, und zwar, das ganz Wichtige dabei ist, dass diese Zugewandtheit zu den Medien, ja, dass das ja nicht also nur teilweise bewusst geschieht, sondern dass das ein Automatismus geworden ist, Ja. der unbewusst abläuft. Und folglich sind alles, was danach folgt, auch mehr oder weniger unbewusst und nur Fetzen von Informationen in uns praktisch hineindringen. Ja, und wir dadurch natürlich peu à peu unsere Fähigkeit verlieren, aufmerksam zu sein. Ja. Ja, und Dinge auch Naja. verstehen zu können. Ja. Ich denke, Und es vielleicht ist auch noch. natürlich auch so, in den Schulen sind Mitschüler, nicht, die auch alle diese Medien benutzen. Und es ist nicht so, ja, es ist nicht so einfach bei jungen Menschen, das in den Schulen zum Beispiel durchzusetzen. Ne? Es gibt Klassen, wo die Lehrer das, also vor dem Unterricht die Handys einsammeln. Das ist aber ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn sobald sie den Klassenraum verlassen, hängen sie wieder an den Dingern, nicht? Und zu Hause auch. Und diese Unaufmerksamkeit, die prägt sich ja nicht nur im Unterricht ein, sondern das geht ja wesentlich darüber hinaus, wie Tatjana schon auch sagte, schon im Elternhaus fängt das an, ne? Entschuldige, Claudia, du wolltest noch Nein, was sagen, ja? gar kein Problem. Ich Ja? habe mal gehört, dass der Medienkonsum und dieses Chatten hin und her und so weiter, dass das das Belohnungszentrum in unserem Gehirn stimuliert, offenbar, weil wir Ja. sofort quasi irgendwie eine Belohnung bekommen, eine neue Nachricht oder ein kleines Video oder was auch immer. Und ich denke, dass das einfach leichter ist, sich mit so Fetzen zu belohnen, als sich wirklich auf etwas zu konzentrieren. Das Ja. ist natürlich anstrengender, wenn man sich Ja. konzentriert und mal auf eine Sache richtig einlässt und in sie hineintaucht. Und Ja. ich denke, der einzige Weg kann sein, gutes Vorbild, das ist das eine, hat Tatjana eh schon gesagt. Und das zweite, im Prinzip wirklich die Leute darauf aufmerksam machen, was dazu führt, dass sie sich nicht Genau. konzentrieren können. Alles andere muss man sagen, ist dann auch die Eigenverantwortung von jedem, dass man Ja. daran appelliert, dass das eben wiedergefunden wird. Wir bekommen Richtig. ja immer wieder den Hinweis, auch in der Theosophie, wir sollen in die Stille gehen und uns nicht ablenken lassen durch nichts, ja, und einfach nur mal auf einer Bank sitzen und in die Natur schauen. Das wäre vielleicht eine gute Übung. Und das mal Ja. auszuhalten, ohne gleich irgendwie wieder das Gefühl zu haben, ich muss aber irgendwas tun, ja, Vitalitätsaspekt, das ist schon eine Übung. Also Ja, und ich denke, das, was du angeschnitten hast dabei, Claudia, gerade aufmerksam machen.
Was passiert da mit dir, wenn du das Ding benutzt und nur da dran hängst, ja? Dass man auch über diese Dinge spricht, auch in der Familie beispielsweise, ja? Nicht im Streit, du darfst nicht, mit Verboten ist da meist gar nichts gedient, ja? Sondern indem man versucht, klarzumachen, was passiert da mit uns. Ja, wenn ich nur auf mein Handy starre, beim Frühstück, beim sonstigen Beisammensein, ja, und nicht mehr mit meinem Gegenüber spreche, ja, das zerstört alles. Nicht nur die Aufmerksamkeit, es zerstört Familienstrukturen, es zerstört Freundschaften. Also es hat sehr weitreichende Folgen, über die wir uns oft gar nicht so klar sind, ne? Nee, sehr schön. Ja, dann kann ich nur noch einen Kommentar mitteilen, der hier geschrieben wurde. Danke für den schönen Vortrag. Das Bild, das dabei entsteht, ist das, wenn alle Menschen der Inspiration dieser Vorträge folgen würden, wir keine unruhigen Zeiten hätten. Können Sie darüber nachdenken? Und ich finde, das ist ein wunderbarer Übergang, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, zum Vortrag von Ralf. Denn genau darum geht es bei seinem Vortrag. Wenn es heißt, fang bei dir an, mit Ruhe, Halt und Liebe zur Einheit. Es wird also sehr praktisch. Lieber Ralf, nun hast du das Wort. Okay, super. Also von mir auch nochmal.